Hallo ihr Lieben, die letzten Sachen werden gepackt, gleich geht's los auf große Reise. Die Uli ist arbeiten, auf die warte ich jetzt. Ich habe natürlich wieder mal frei, wie ich das gehört. Und jetzt packe ich meine letzten Sachen zusammen. Die erkennt ihr von mir schon wahrscheinlich. Und das darf auch nicht fehlen. Aber ich zeige euch mal, die Uli hat mir einen tollen Trick gezeigt. Und so fahren wir schon länger durch die Gegend. Ich lege die immer so zusammen jetzt. Dann wird das aufgewickelt. Bis zur Kapuze, Kapuze darüber und fertig ist das Paket geschnürt. So, und was genau passiert, seht ihr nachher nach dem Intro, dann ist die Uli wieder mit dabei. Oh. Es ist soweit, wir sind unterwegs. Fit? Ich bin völlig fit. Fit und entspannt. Erste Etappe ungefähr 400 Kilometer bis zu einem Stellplatz an irgendeinem. Ach, ich will nichts verraten, Uli soll da nicht wissen. Aber es ist eh dann dunkel. Also, ja. Folgt uns, wenn ihr Lust habt. Mehr nach dem Intro. Haben wir das schon gemacht? Haben wir? Achso. Ja, da weiß ich noch nichts von. Okay, da weiß ich schon nichts von. Okay, dann nicht nach dem. Also, das war nach dem Intro. Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire. If it gets too dark, I'll be your light. Ooh, be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be Moin ihr Lieben. Moin. Ja, auf dem Weg in unseren Urlaub sind wir an einer riesen Ausgrabungsstätte vorbeigekommen, die wir uns jetzt gerade einmal kurz angeguckt haben. Und zwar ist das der Schutterwald Baggersee. Ausgrabung, ja, so kann man es auch nennen. Aber das Einzige, was hier hinter uns ist, ist Wasser. Wir haben hier auf einem Stellplatz, den wir im Park von Neid gefunden haben, übernachtet. Total schön ruhig. Als wir ankamen, stand ein einziges Fahrzeug da. Als wir heute Morgen wach wurden, standen es vier. Ne, drei, ne? Vier. Mhm. Und lustig war, habe ich eine Nachricht bei Instagram gekriegt. Das war eine Story. Ich wusste gar nicht, dass man jemand das persönlich schicken kann. Und dann mache ich das auch, dann sehe ich da Füße, die laufen. Und plötzlich schwenkt das hoch und dann läuft einer an unserem Auto vorbei. Also schöne Grüße an den, der uns diesen Morgengruß geschickt hat. Guten Morgen. Retour. War lustig. Ja, stimmt. Ja. War echt lustig. Ja. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir packen gerade zusammen. Das heißt, haben wir ja schon. Wir müssen nur losfahren. Und der nächste Stopp wird sein? Tankstelle vor der Schweiz. Ja, ich meine, das ist ein bisschen schicker. Gut, Tankstelle vor der Schweiz, tanken und Pickerl holen. Aber was ganz wichtig ist, wir fahren jetzt zum Gotthardpass. Und beim Gotthardpass werden wir übernachten. Genau. Werden wir dann schön Stellplatz kriegen. Aber ihr werdet sehen. Ja, wir auch. Bis gleich. Bis später. So, erster Tankstopp. Wir sind jetzt hier am Rastplatz Schauinsland. Und da kann man auch gleichzeitig die Vignette kaufen. Man braucht nicht bis zur Grenze fahren und so der zu holen. Ist alles ein bisschen einfacher. Toiletten sind sauber und der Platz selber relativ ruhig, dafür, dass ein ziemlicher Verkehr ist. Also kann man empfehlen. Achso, und Uli ist jetzt auf dem Klo.
Wo sonst? Two heavy hearts is not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and fall. So, wieder Etappenziel erreicht. Wir stehen jetzt hier vor der Grenze Richtung Basel, ne? Ja. Basel ist das, genau. Bisschen stockender Verkehr ist hier, aber ist nicht im Urlaub. Wo ist das Problem? Wie geht's dir damit? Ach, ich finde das ganz okay. Nein, ich finde das nicht schlimm, das gehört dazu. Ja, zumindest haben wir herrlichen Sonnenschein, da können wir schon mal nicht meckern. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten 3 Wochen so bleiben. Entschuldigung für alle, die zu Hause im Regen sind. Kann ja auch eine Sau sein, ne? Und dies Jahr, wir haben ja schon eine Vignette gekauft. Haben wir das Glück, dass die Vignette sich unserem Auto anpasst? Die ist profunde rot. Genau. Kann man das sehen? Ja. Haben uns natürlich gefreut. Ja, profunde rote Plakette. Für 40,50 Euro. Eine wichtige Information. Eigentlich kostet 40 Schweizer Franken, aber es gab noch einen Tankstellenaufschlag von 2,50 Euro. Meine Güte, wir sind im Urlaub. Soll doch daran nicht scheitern. Und 50 Cent, ach nee, das haben wir ja vorhin schon gemacht, das war auf Toilette. Aber das war vorher. Ja. Nee, das war dieselbe Tankstelle. Ja, genau. Dieselbe Tankstelle. Ja. Eigentlich sieht es jetzt hier ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich schon rüber sind über die Grenze, weil der große, lange Balken da vorne sagt mir, das ist die Grenze. Also, da steht ohne Vignette 40 Franken, mit Vignette Durchfahrt. Okay, bis gleich. Jetzt rechts halten. Juhu, wir sind in der Schweiz. Wir hatten die Spur genommen, die rechte Spur, die flüssiger lief die ganze Zeit. Auf der anderen Spur war direkt zum Durchfahren. Unsere war, dass man Vignette kaufen konnte und durchfahren konnte. Und wir haben schon gewundert, dass das so flott vorangeht. War klar, kurz vorher Stillstand. Und auch neben uns sausten sie vorbei. Was will man da machen, Schatzi, ne? Wir haben Urlaub. Genau, da regen wir uns nicht drüber auf. Wir sind da total grundentspannt. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal in Basel. Wir sind unentspannt? Basel. Sind total Basel. Entspannt. Genau, in Basel. Entspannt sogar, genau. Und für den, der noch nicht hier war, guck mal hier raus. Industrie Ruhr. Also, ich gebe zu, wir hatten schon schönere Landschaften. So, bis Luzern sind wir jetzt gut gekommen in einem Rutsch und jetzt guckt mal, was da vorne ist. Und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen dran zu tun haben. Was sagst du dazu, Schatzi? Ja, Pech gehabt, ich fahre. Stimmt ja, wäre ich gefahren, wäre kein Stau gewesen, aber das ist immer so. Das ist wirklich immer so.
Wenn ich fahre, ist immer frei. Naja, ist halt Schicksal. Ne? Ja, was Mutter gut, ne? Aber wir lassen euch dann teilhaben. Könnt auch ein bisschen mitgucken. Jetzt habe ich die Meldung gekriegt, dass ein langer Stau über 40 Minuten Behinderung auf unserer Strecke ist vom Göttertunnel. Wir haben aber schon von Google eine Umleitung bekommen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich was bringt. Aber wir werden sehen. Aber vielleicht haben wir noch eine schöne Landschaft gesehen. Mal gucken, wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein. Navi sagt, dass wir um 14.40 Uhr dann da sind oder so. Ja, wir werden sehen. Oh, bin ich bei dem Dunkeln verschwunden. Hier ist ein Tunnel. Uli, geht's noch? Sissi, ja. Ja, ich fängt der Spaß erstmal an. Warum? Ja, passt. Hast du dann gleich Spaß am Pass? Ja, das ist so was von. Warum fährst du gerne Serpentin? Bitte? Fährst du gerne Serpentin? Ja. Ich. Ja, erzähl doch mal warum. Ja, ist einfach Spaß, weil es nicht so langweilig. Ein bisschen Herausforderung. Genau. Ich bin ja langweilig. Habe ich gar nicht gesagt. Ich bin verkuppelt. Hat wieder geklappt. Aber herrliche Landschaft hier. Also gibt es irgendwie was zu gucken. Ist überhaupt nicht anstrengend gefahren. Überhaupt nicht. Lieber Kai, jetzt sind wir bei dir in der Schweiz und wir können das auch. Wir können auch in der Schweiz filmen. Also für den, der nicht weiß, worüber ich rede. Das ist der liebe Kai von Living Camping. Nein. Travel Living Camping. So, ich wollte es nur mal so machen. Ne? Er ärgert sich immer, wenn ich falsch sage, glaube ich. Vor allem, du hast wieder also, falsch gemacht. TCL. Du hast gesagt, Traveling. Travel Camping Living. Ja, aber du hast es gerade was anderes gemacht. Habe ich gesagt? Okay, dann habe ich es falsch gesagt. Entschuldigung. Ja, dann wollen wir das aber, ja richtig machen. Aber habe ich den komplizierten Namen ausgesucht? Wir sind ganz einfach. Wir sind One World, Thousand Places. Es ist so einfach auszusprechen. Da ist nichts mit Abkürzung oder so. Also, ne? Also, wisst Bescheid. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen. Ich glaube, man muss ja mehr auf Motorradfahrer achten. Erwartet aber, ne? Ja, da kann man sich schon mal auf gleich einrufen, glaube ich. Genau. Aber wenn der Spaßfaktor da ist, dann auch immer so als im Stau stehen. Der Spaßfaktor ist da. Oh, ist jetzt eng, jetzt kommt ein Bus. Das hast du aber sehr vorbildlich. Mama? Ja, ist ja Minister, ne? Also Filmen wird anstrengend. Nur eine kleine Info nochmal, das ist jetzt quasi die Umfahrung des Staus von dem Gotthardtunnel. Das soll jetzt angeblich eine Stunde so gehen. Ich bin gespannt. Jetzt noch wie viel? 49 Minuten. Was, eine Stunde noch? Lustig, ja, bis wir komplett da sind. Ach so.
Aber das schaffen wir auf der linken Arschbacke. Also, Uli. Über zwischen dem zweiten und dritten Gang rum, also ist auch recht schon sehr gut Schwierigkeitsgrad, ne? Ja, aber macht Spaß. Ja, macht nicht Spaß. Das soll man auch weitermachen. Ich werde mich da nicht einmischen, aber wenn ich mir angucke, wie viele Kurven da jetzt kommen, oh, auf dem Navi, das sieht gut aus. Auch nicht schlecht, ne? Folge auch das Camper. Man kann schlechter stehen. Ruhig, Patzelein. Wir sind angekommen. Ja, ist also wirklich... Ganz nett, ne? Ja, ganz nett. Kann man machen. Ja, kann man machen. Aber, naja, Straße nebenher. Heute Abend soll es ruhig sein. Aber zeigen wir euch mal. Ein kleines Schritt zur Seite, gehen wir mal vorne. So. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück und zeige euch mal, wo das Auto steht, wo wir stehen. Es geht schlechter, oder? Wir mussten allerdings durch diese kleine Pforte da durch. Und kam von der Straße da oben, da kamen wir her. Und so sieht dann die Umgebung aus hier. Und die paar anderen, die hier stehen, die ignorieren wir. Genau, also quasi in der Richtung, da stehen auch noch welche.
Aber alle auf sicherem Abstand und ich glaube, Corona kann uns die Kreuzweise, oder? Hier gibt es so viel Wind, da sind die Aerosole nicht gegeben. Genau, hier ist gut gelüftet. Aber das ist doch wohl, ist das der Hammer? Also wir haben noch nie so geil gestanden. Das ist die richtige Entschädigung für Norwegen, ne? Ja. Und das Schöne ist, hier ist schön Wetter und es ist warm. Ja, die Sonne scheint und dann setzen wir uns jetzt gleich schön in die Sonne genau. Bei einer Tasse Kaffee. Ja, und einer Waffel. Ja. So. Was sonst noch passiert, das werden wir euch zeigen. Das gehört ja alles mit dazu. Ja. Ihr seid damit dabei, hoffe ich. Ja, ja. Werdet ihr schon. Ihr seid das nicht hören. Interessiert. Genau, ihr seid interessiert. Und ich darf mal zugeben, und die hat schon ein paar Tränchen verdrückt, mich auch. Schön. Ja, ich bin halt sensibel. Ich auch. Ja, ich hier. Echt geil. Und auf den Sternenhimmel und Abend, da freuen wir uns am meisten. Ja, ja? Für heute abschließen. Ach, wir schließen noch nicht ab. Ja, dann schließen wir nicht ab. Wir sind noch unterwegs. Heute Abend vielleicht mal gucken und grillen. Und dann fängt es von vorne an. Nee. Ja. Dann machen wir den Rest der Etappe. Aber erstmal wird übernachtet hier. Heute Abend sprechen wir nochmal. Ist das wohl ein geiler Spot hier? Ja, so für den ersten Tag ist halt echt schön. Ja. Also wir stehen jetzt etwas da drüben weiter so in der Ecke. Können wir jetzt gar nicht sehen irgendwo. Da irgendwo so. Also einmal eine kleine Runde gemacht und schon haben wir hier einen schönen See und das in fast 2000 Meter Höhe. 1991 Meter sind das, ne? Ja, also Pi mal Daumen. Hm? Also jetzt wahrscheinlich nur noch 89, weil wir sind 2 Meter nach unten gegangen. Das Wasser. Aber ich meine, also allein dafür hat sich die Fahrt schon gelohnt. Das ist doch echt der Hammer. Ja, hat ja auch Spaß gemacht, ne? Ja, also das war der geilste, oder ist der geilste Spot, den wir hier hatten und als Stellplatz sowieso. Aber ich gehe davon aus, Ferriolo bringt, du musst gerne im Schatten verstecken. Ich bleib so, nee, ich lasse dich in der Sonne. Deswegen. Ferriolo, Ferriolo, Arbruzen. Das ist der Ort, heißt übrigens Ferriolo. Nee. Also nicht wie, doch. Nee, nein, wie gar nicht wahr. So ähnlich wie Aioli. Aioli. Aiolo. So, Ferriolo war was anderes. Das war, Toskana. Nein. Das war Lago Maggiore. Lago Maggiore, genau. Da kommt man gleich durcheinander. Oh, bei so vielen italienischen Sachen so. Aber, oh Leute, das ist hier die alte Passstraße vom Gotthard. Also ich finde, die ist schön rumpelig, ne? So viel Schönes hat Natur zu bieten. Ja, die alte Passstraße ist Kopfsteinpflaster. Also wenn ihr hinfahrt, ist fast nur Schritttempo möglich, weil das rumpelt ganz schön. Und rückenkrank sollte man nicht sein. Genau, dann gibt es einen ganz schmalen Pfad, da muss man steil bergab fahren. Und dann muss man unter einer Durchfahrt durch, wo Wohnmobile nicht so hoch sein dürfen. Ich glaube 3,80 Meter ist die Grenze, dann nimmt man nämlich die Straße von da oben mit. Und wenn ich mir vorstelle, wie dünn die Betonplatte da ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da 3,5 Tonnen drauf fahren dürfen. Aber gut, wir werden es mal die sehen. Die 3,5 dürfen ja nicht mehr, die sind ja verboten. Bis 3,49. Bis 3,5. Da drüber darf nicht. Ja. Achso, ja, sag ich also doch. Bis 3,49 im Prinzip. Und ab 3,5 verboten, ne? Oder sehe ich das falsch? Ach nee, dann dürften wir ja auch nicht. Nee, gut. Die Sonne. Umgekehrt hat es jetzt gemacht. Ja gut. Die Sonne. Aber ist falsch. Also, es ist wirklich die Höhenluft, die macht das hier. Also, irgendwie bin ich auch ein bisschen eng in der Birne gerade. Ja, egal. Wir zeigen euch noch ein bisschen und wünschen euch viel Spaß dabei. Es ist eine tolle Aussicht. Hammer. Und? Ja.
Aber ganz interessant ist auch, dass hier nämlich über so diese Klippe eine Slackline gespannt ist, über, ich weiß nicht, 300 Meter? Ich weiß nicht, ich kann immer so schlecht schätzen. Ja. Und da wirklich welche drauf sind, zwar mit Sicherungsgurt, aber ist schon lustig. Geht wieder plumpst nochmal runter, dann müssen wir da draufklettern. Aber das geht wirklich über ein paar hundert Meter, glaube ich. Ne? Ja. So, Wahnsinn. Okay, vielleicht kriegen wir das auch eingefangen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt zum gemütlichen Teil übergegangen. Ich sag mal so, in der Schweiz, also Deutsche in der Schweiz, ob ich nach Italien mit dem Griechen. Der Imiglikos, der darf nicht fehlen. Hältst du davon? Ja, ist eine schöne Idee. Genau. Ich sag mal so, das hat jetzt wirklich hier was so ein bisschen so, wie ich mir Norwegen vorgestellt habe. Und ich sag's mal mit den Worten von Grönemeyer, es hat die richtige Kühle. Also kühl ist es auch, Winterwetter muss ein Jäckchen anziehen müssen, weil hier weht wirklich ein eisiger Wind. Und wenn jetzt gleich die Sonne hinter dem Berg verschwunden ist, dann wird kalt. Genau, und heute Abend ist das Sterngucken angesagt, ne? Wir hatten gerade schon Besuch von so einem kleinen Wiesel oder sowas. Also ganz putzig, der lief erst an der Mauer rum, dann kam der hier an, ein Flitz. Dann setzte ich vor mir gegenüber hin und guckte mich da so an. Ich habe natürlich schön gefilmt, mit Tele. Ich hatte vorhin, weil ich den kriegen wollte, auf Tele gestellt. Leider ist ein kleiner Hübscher bei rumgekommen, sonst nichts. Aber er hat mich so süß angeguckt, das wären geile Bilder geworden. Aber man kann nicht alles kriegen. Nee, vielleicht kommt er ja nochmal vorbei. Ja, hat er sich mit dir verabredet, oder? Nee. Gut, dann nicht. Ja, wir werden jetzt gleich, nachdem wir ein Glas Wein getrunken haben, mal den Grill auspacken, also unseren speziellen Grill. Und dann wird Leckerchen gemacht und dann wollen wir mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Aber Regen gibt's keinen, blauen Himmel haben wir. Und kein Gewitter. Ja. So, ihr Lieben, ich bin nicht Almöhi, auch wenn wir hier auf der Alm sind. Nee, wir läuten jetzt den Abend ein, so ein bisschen essen, Wein trinken. Jo. Und wir bedanken uns für das schöne Gespräch von den Schwaben, die kein Deutsch können, am Gotthardpass. Also sind Deutsch, aber wir können nicht alles außer Hochdeutsch. Schöne Grüße, war toll. Ja, war ein echtes Gespräch. Also auch tolle Camper habt ihr euch da gebaut. Klasse. Wir sind nämlich angesprochen worden, die haben uns erkannt, die haben uns schon gesehen. Es ist nett, von fremden Leuten mit Freddy und Uli angesprochen zu werden. Also macht ruhig weiter so. So, im Hintergrund sind schon die Nebel aufgezogen, aber ja, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Unter uns rutscht das schon was. Und das nächste seht ihr im nächsten Teil. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle. Ja, tschüss in die tschüss Ferne. Tschüss in die Ferne. Bleibt uns gewogen. Achso, und nicht vergessen, abonnieren und Daumen. Tschüss. Tschüss.